Im Forschungs- und Entwicklungsprojekt Consumer GUI des GenLab der Hochschule Karlsruhe wurde ein User Interface für ein System zur Simulation der Warmwasserentnahme entwickelt. Bei dem Laboraufbau handelt es sich um eine aktuelle Forschungsarbeit über ein cyberphysisches System, mithilfe dessen ein Blockheizkraftwerk energieeffizienter genutzt werden soll. Das Blockheizkraftwerk wandelt hierbei im Erdgas gespeicherte Energie in elektrische und thermische Energie um. Die elektrische Energie soll beispielsweise zum Laden eines E-Autos genutzt werden können. Die thermische Energie wird mittels Pufferspeicher zwischengespeichert, um anschließend zur Warmwasserversorgung eines Einfamilienhauses genutzt zu werden. Ein bereits bestehendes System kann die Warmwasserentnahme des Pufferspeichers mithilfe eines Drei-Wege-Ventils zur Temperaturregulierung und eines Zwei-Wege-Ventils zur Regulierung des Massestroms regeln. Mithilfe der GUI soll diese Regelung nun visualisiert werden. Darüber hinaus aber auch ein manuelles Ansteuern der Ventile ermöglichen. Realisiert wird die GUI in Python und wird auf einem Raspberry Pi betrieben. Für die Hardware-Komponenten wurde ein Gehäuse entwickelt und das bestehende System um einen Lüfter zur Kühlung des Raspberry Pi und ein Touch-Display erweitert. Da sich die Hardware an einer schwer zugänglichen Stelle befindet, wurde das Display als kabelgebundenes Tablet realisiert. Der Nutzer kann über die GUI manuell die Ventile ansteuern oder aber eine nutzerdefinierte Automation ablaufen lassen. Die Automation kann geladen und anschließend gestartet werden. Über den Plot kann der Nutzer die aktuellen Werte zu thermischer Leistung und Temperatur ablesen. Über die Crop-Funktion können bei langen Durchläufen die aktuellsten Werte näher betrachtet werden. Die gesammelten Daten können anschließend auch über einen Save-Button abgespeichert werden. Sofern eine Internetanbindung vorliegt, kann der Nutzer darüber hinaus die GUI mit einem MQTT-Broker verbinden und die Daten an den Broker senden. Die GUI ermöglicht es nun, die Daten zu überwachen und trägt somit zur Optimierung des Blockheizkraftwerkes bei.